Sie diese Zeilen lesen, ist mein Leben vorüber. Ebenso das meiner geliebten Frau und das meiner beiden wundervollen Kinder. Es gibt keinen Ausweg. Ich wäre nicht in der Lage, meiner Familie eine liebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Davor möchte ich sie bewahren. Denn sterben müssen wir alle irgendwann. Ich habe diesen Prozess lediglich ein wenig beschleunigt. Die Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle, dennoch kam für zwei Erwachsene und ihre beiden kleinen Kinder jede Hilfe zu spät. Langenfeld, 27. Januar 2012. Es brennt im zweiten Stock. Die Feuerwehr findet Stefan Lamm, 34 Jahre alt, verkohlt auf einem Sessel. Auch seine Frau Yvonne und die beiden Kinder sind tot. Eine Familientragödie. Wie konnte es dazu kommen? Eine Tragödie vor allem für die Angehörigen und Freunde. Yvonnes Vater fragt sich, ob er die Tat hätte ahnen müssen. Dass der eigene Schwiegersohn eine Gefahr für seine Tochter und die beiden Enkelkinder werden könnte, dass er seine ganze Familie auslöscht, einfach unvorstellbar. Manchmal hatte ich den Eindruck, das ist für mich wie so ein Film. Ja, als wenn ich gar nicht real da existieren würde. Man hat also... Das hat sich eigentlich erst geändert, seitdem das Grab fertig war. Ne? Also seitdem das alles so ist, wie es jetzt eigentlich so ist, da hat sich das eigentlich geändert. Ne? Da hat man das halt akzeptiert, also auch dieser Film abgefallen. Ne? Aber vorher, da lief er immer durch die Gegend und hatte gedacht, das bist du gar nicht. Ne? Das ist gar nicht real. Ne? Dann kam auch die Frage des Warum. Ne? Und das war eben das auch der Grund, weshalb wir natürlich auch versucht haben rauszukriegen, warum hat er das gemacht, was war dahinter, ne? Und was ist da passiert, weil wir ja nichts wussten. Ne? Der Fall ist ja im Prinzip so gewesen, dass wir eigentlich dass keine Anzeichen dafür sprachen, dass da irgendwas schiefläuft. Ne? Und wenn die Tochter nichts merkt, die ja nur mit dem verheiratet war, wer soll es dann merken, ne? Ich bin mir sicher, dass er nichts gemerkt hat. Da bin ich mir sicher, weil er hat da wirklich ein Schauspiel hochgefahren und aufgelegt. Also hätten wir es nicht miterlebt, würden wir es auch nicht glauben. Weil wir wirklich gedacht haben, wir kennen Stefan über die Jahre. In der Zeit, wo er bei mir als Aushilfe gearbeitet hat, war er meiner Meinung nach ein völlig normaler Mensch. Ja, er hatte seine Wünsche, er hatte seine Arbeit, er hatte seine Frau, er war freundlich, er war zuverlässig. Das war alles ganz normal. Die wohl wichtigste Frage ist, warum? Weil ich keinen anderen Ausweg sehe. Viel wichtiger ist vielleicht, warum der Rest der Familie? Warum nicht einfach Selbstmord begehen? Warum mussten Frau und Kinder auch sterben? Es ist ein sogenannter erweiterter Suizid, den Stefan Lamm akribisch plant. Das zeigt sein Abschiedsbrief, den er in den letzten 9 Tagen vor der Tat geschrieben hat. Dieser Abschiedsbrief, der eine Grandiosität im Grauenhaften entfaltet, wie man sie selten findet. Er vermittelt da wirklich den Eindruck, dass er der staunenden Welt jetzt erklärt, warum ihm keine andere Wahl blieb. Und die werden dann sagen, aha, okay, na dann verstehen wir es. Die Psychiaterin Heidi Kastner hat den 4 Seiten langen Brief analysiert. Sie ist eine Koryphäe in der Begutachtung von Tätern und beschäftigt sich an der Uni Linz auch mit Gewalt von Vätern in der eigenen Familie. Ihr fällt auf, 92 Mal hat Stefan Lamm das Wort Ich benutzt. Es ist schon eine Besonderheit, dass jemand
in so unglaublich grandioser Selbstverliebtheit aus seiner Sicht gerechtfertigt drei andere umbringt. Nämlich ohne im engeren Sinn psychisch krank zu sein. Bei Opa Klaus und Oma Ingrid in Leichlingen haben sich die Enkelkinder immer wohlgefühlt. Hier wurde vorgelesen, gespielt, gekuschelt. Tochter Yvonne kommt aus einem Heim in Südkorea. Die Lams adoptieren sie als Baby und haben noch eine leibliche Tochter. Stefan ist Yvonnes erster Freund und stammt aus einer Familie mit vielen Problemen und Geldnöten. Die haben sich ja im Biologiestudium an der Uni Düsseldorf kennengelernt. Da fing das dann halt an und das war gerade die Zeit, dass die Ehe von dem Vater und der Mutter, die ging also kaputt. Und dann stand er eines Tages ja auf der Matte. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, der Opa nicht bei uns eine Weile wohnen kann, der hat kein Zuhause mehr und so weiter. Na ja, da haben wir natürlich gesagt, ja, okay, gut, wir haben eigentlich so nichts dagegen. Ne? Und der hatte hier gewohnt. Ne? Und wir haben ihn erstmal angekleidet. Er hatte nichts. Da haben die also ihr Biologiestudium halt weitergeführt. Ne? Und dann eines Tages sind sie dann halt, haben gesagt, nee, jetzt haben wir uns eine Wohnung gesucht. Dann haben sie für sich dann alleine gelebt, mehr oder weniger. Und dann fiel uns immer auf, dass sie sehr selten eigentlich zum Studium gingen. Ne? Das hat mich dann also ein bisschen gestört an der ganzen Geschichte, ne? Dass sie also sehr selten da waren. Ne? Und dann hat er eines Tages verkündet, da er das ganze Studium ja sowieso alles misst, ne? Er macht sich sowieso selbstständig mit seiner Computertechnik. Auch Yvonne bricht ihr Studium ab, obwohl sie immer fleißig war und ein selbstbestimmtes Leben wollte. Doch sie wird nicht berufstätig, sondern bleibt zu Hause und bekommt bald den ersten Sohn. Stefan Lamm fängt 1999 bei der Firma Rauen in Solingen an. Im Dachgeschoss ihres Wohnhauses stellen Wolfgang und Friederike Rauen Druckvorlagen her. Sie freunden sich mit Stefan an. Er ist im Alter ihrer Söhne, kann gut mit Computern umgehen und bekommt diesen Arbeitsplatz. Ich habe ihm dann so ein paar Routinen gezeigt, wie das hier so läuft, wie wir das so machen von der Organisation her. Und das hat er ruckizucki verstanden. Ne? Er war ja damals, ja, der war ja schon erwachsen, er war ja mit der Schule fertig. Also mindestens 10 Jahre lang ist er dann ein paar Mal die Woche hier gewesen. Wir hatten eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Wir haben ihn praktisch hier als drittes Kind mit aufgenommen, sage ich jetzt mal. Wir waren für ihn Elternersatz in Anführungsstrichen. Ja? Er hätte mit uns über jedes Problem reden können. Jahrelang läuft die Arbeit reibungslos. Doch dann verändert sich ihr Mitarbeiter. Stefan Lamm nimmt ständig neue Aufträge an, hat mehr und mehr eigene Kunden, sagt nie nein. Ja, er hat sich ja dann selbstständig gemacht, war mit seiner Arbeit sehr beschäftigt, das haben wir ja auch gemerkt. Er verbreitete hier eine Unruhe, die wir eigentlich nicht kannten. Stefan Lamm zieht schließlich in ein eigenes Büro. Dann ist das gestartet und das startete an für sich auch nicht schlecht. Er hatte also schon dann einen kleinen Grundstock an Kundschaft und er war auch sehr glücklich in der Zeit, dass das gut lief. Auch finanziell gut lief. Das zeigte er nach außen hin eigentlich. Er hatte sich so einen riesen Fernseher gekauft als erstes. Wir hatten oft Diskussionen wegen Computerspielchen, wegen der Ballerei und so. Ich habe immer gesagt, für mich ist das nichts. Töten spielt man nicht, haben wir immer gesagt. Aber nee, da war immer andere Meinung. Die Freunde, mit denen Stefan und Yvonne spielen, kochen und viel Zeit verbringen, sind Jenny und Matthias. Sie ziehen in benachbarte Wohnungen und sehen sich täglich. Die beiden willigen nur zögerlich ein, mit uns über diese Zeit zu reden. Kein großes Kamerateam. So drehen wir selbst mit einer kleinen Handkamera. Das war toll. Das war wirklich toll. Also damit war unser Leben auch voll und ganz. Wir waren ausgelastet damit. Wir haben geschrieben, wir haben uns gesehen. Das war immer schön. Ja, das stimmt. Ne? Das war immer. Allerdings muss man auch sagen, rückblickend haben wir festgestellt, dass dadurch andere Sozialkontakte wirklich auf der Strecke geblieben sind. Also andere Freunde oder Ähnliches haben wir ja nie kennengelernt.
Aber es gab doch noch einen anderen Freund in Stefan Lamms Leben. André, ein Arbeitskollege, den er Jenny und Markus verheimlichte. Mit André diskutierte er über Schach und führte nächtelange Telefonate. Auch wenn es so eine kurze Zeit eigentlich nur war, die wir uns gekannt haben, habe ich die Zeit so empfunden, als wenn wir uns schon immer gekannt haben. Ja, und das war eigentlich sehr schön. Also, dass man immer schon jemand gewesen wäre, wie ein Bruder eigentlich. Wenn wir gespielt haben, das war perfekt, was er da abgeliefert hat, wenn er was gemacht hat. Das war immer, wo wir zu Besuch waren bei den beiden und perfekter Gastgeber, was die beiden da gemacht haben, das war immer perfekt. Stefan gab es nicht in Jeans. Yvonne hat ihn wohl in Jeans kennengelernt, aber er hat es einfach nicht mehr getragen. Er hat im Sommer, im Winter, egal wann, hatte er einen Anzug an. Es gab gute Anzüge und es gab halt die Anzüge fürs Renovieren und Umräumen, aber es gab nur Anzüge und Hemden bei Stefan. Der hat nichts anderes mehr getragen. Das war für ihn wichtig. Stefan will überall glänzen, alle beeindrucken, immer perfekt sein. Ein übertriebenes Verhalten, das Freunde und Familie bemerken, aber erst im Rückblick bedenklich finden. Yvonnes Eltern sehen sich Fotos von der Hochzeit der beiden an. Der Schwiegersohn nimmt den Namen Lamm an. Er will Abstand zu seiner eigenen kaputten Familie, wie er sagt. Was war das atmosphärisch für eine Hochzeit? Wir haben gesagt, da fehlte junge Leute. Und das war bisschen Schwung drin, so sagen wir mal. Das war ein bisschen. Naja, so mit Kommilitonen, ne? Weil man nicht verstanden hat, auch von Yvonnes Seite, nicht da von den Freunden mal welche mit dabei waren. Die Freundin, die sie früher hatte, die ganzen Beziehungen sind eigentlich kaputt gegangen. Da ist wahrscheinlich er auch maßgeblich daran beteiligt gewesen. Ne? Er hat also im Prinzip die ganzen sozialen Bindungen eigentlich zerstört, die sie hatte. Ne? Wenn ein Narzisst jemand findet, die mit seiner Störung ideal korrespondiert, ihn Tag ein, Tag aus zu bewundern, dann kann das ja durchaus eine sehr taugliche Paarung sein, für beide. Er hat nur es geschafft, eben nicht, aber er hat zumindest versucht, ja, und über einige Zeit auch geschafft, für sich Nischen zu finden, wo er in all seiner Großartigkeit genug Raum hat. Die Nischen waren halt eher klein. Und sie waren sehr einsam. Ist nicht so ein Typ, der gewisse Wärme, Freundlichkeit ausstrahlt, wo man sagt, ach, der ist ein netter, kumpelhafter Typ. Das war der nie. Ne? Das, vielleicht hat sich das auch immer so geäußert dann. Ne? Der ist ja weit weg. Das sieht man im Gesicht an, ne? Dass er also da so fast unbeteiligt ist. Ne? Über Probleme hat Stefan Lamm nie gesprochen. Nach außen war immer alles großartig. In ihm sah es vermutlich ganz anders aus. Wie lange haben Sie diese Fotos nicht gesehen? Na, nach dem Tod. Ne? Also es fällt mir schwer, ihn anzusehen, ne? Sag ich mal so. Also ich vermeide es, soweit es geht. Ne? Also ich will eigentlich gar kein Bild mehr von dem haben, aber es geht halt nicht anders. Das ist dann meist immer in allen Fotos irgendwie mit drauf. Ne? Ja, wenn ich die Kehle hier zum Beispiel sehe, ne? Wenn die so klein ist, mit 9 Monaten schon gestorben. Ne? Also unglaublich sowas. Die Familientragödie passierte in diesem Haus im Berliner Stadtteil Gatter. Im Sommer 2012 erstickt ein Familienvater seine Frau, seine 2 Söhne und tötet sich selbst. Schulden seien der Grund, steht in seinem Abschiedsbrief. Alles deutet auf eine Familientragödie hin. 2 Monate später, ein Mann fährt mit seinen beiden Kindern in den Dortmund-Ems-Kanal. Die Kinder sterben, der Vater überlebt. Das hier ist der Schauplatz einer Tragödie. Ebenfalls 2012 tötet ein Vater seine 4 Kinder mit einem Teppichmesser und will sich auch selbst töten, überlebt aber. Die Ehe war kurz zuvor in die Brüche gegangen. In dieser gutbürgerlichen Wohngegend im Stein. Eine Mutter will aus Verzweiflung sich und ihre 3 kleinen Kinder durch Rauchvergiftung töten. Sie überlebt, die Kinder sterben. Es sei eine ganz normale, nette Familie gewesen. Erftstadt 2013. Ein Vater erschlägt seine 2 Töchter mit einem Hammer, rast dann als Geisterfahrer in einen LKW und stirbt auch. Als Motiv vermutet man eine Ehekrise. Warum der Vater seine Töchter erschlagen?
All diese Familien werden von Freunden und Nachbarn als freundlich und unauffällig beschrieben. Niemandem war irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen. Alle stellen sich dieselben Fragen. Die erste Frage ist immer nach dem, was ist konkret passiert? Warum ist das passiert? Wie genau ist es passiert? Hätte man es verhindern können? Bis hin zu fragen, wenn ich es hätte verhindern können, hätte ich es vorher erkennen können, bin ich das jetzt schuld, dass das passiert ist? Das Trauma, mit einem Schlag eine ganze Familie zu verlieren, verarbeiten Angehörige in der Praxis von Erika Jungblut. Sie stellen Szenen mit Figuren im Sandkasten nach. Die Psychologin wurde schon mehrere Male nach erweiterten Suiziden zur Hilfe gerufen. Dabei findet sie ein Muster bei den Tätern, die narzisstische Störung. Zu narzisstischen Störungen gehört, dass eine hohe Kränkbarkeit da ist, ein schnelles Beschämtsein und dass Frustrationstoleranz, also Enttäuschung und Verkraften, da habe ich was nicht so gut hingekriegt oder da kann ich was grundsätzlich, kann ich etwas nicht so gut, dass das nicht verkraftet werden kann und vor lauter Kränkbarkeit nichts mehr geht. Wenn es dann darum geht, die Familie mitzutöten, dann kann es heißen, dass derjenige so intensiv verbunden ist mit den anderen Familienangehörigen, dass der sozusagen die in seine Ich-Kraft mit reinnimmt. Das alles bin ich. Und die deswegen auch mitnimmt, weil eine saubere Trennung von das ist die Persönlichkeit oder das ist die Person und das ist die und das bin ich, dass diese Trennung nicht mehr da ist. Da kommt dann ganz brutaler, zerstörerischer Teil rein. Das schwappt sozusagen über. Der Tod ist Erlösung. Final. Ewig. Ruhe. Frieden. Ich habe ein anderes Verhältnis zum Tod als viele andere. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich sehne mich nach ihm. Bereits als Kind habe ich mir gewünscht, ein riesiger Fels würde auf unsere Stadt herniedergehen und alle auslöschen. Das passiert, wenn man mit einer Mutter zusammenlebt, die sich nichts sehnlicher wünscht als den Tod. Und man ihr mit 9 Jahren beim ersten Selbstmordversuch das Messer aus der Hand reißen muss. Schon als Kind hat er gelernt zu lügen für seine alkoholkranke, depressive Mutter. Er muss ihr Schnaps besorgen. Als sie stirbt, reagiert er auffällig. Er trauerte noch nicht mal wirklich. Er war richtig ärgerlich darüber im Grunde genommen. Und dann fielen dann auch wieder so Worte, die er dann früher schon mal über seine Mutter losließ, wo wir dann sagten, Menschenskinder, so redet man nicht über seine Mutter. Ne? Aber da war zu spät. Ne? Ja, wie so oft ist die Kindheit Kern des Übels. Aber es wäre wohl zu einfach, wenn ich meine jetzige Situation nur auf meine beschissenen ersten Dekaden zurückführen würde. Denn letztlich bin ich mir völlig im Klaren darüber. Mein Vater völlig überfordert. 4 Kinder. Ein Eigenheim, aber mehr Schein als Heim. Geldprobleme. 0 Organisation. Rechnungen wurden immer erst nach der 3. Mahnung bezahlt. Ab und an gab es dann auch Besuch vom Gerichtsvollzieher. Der musste immer das Beste und Neueste haben, wenn er sich was gekauft hat. Sei es ein Handy, ein Fernseher. Es muss das up-to-date gewesen sein. Das, was gerade auf den Markt kommt, das musste es dann sein. Das war immer für ihn wichtig. Also er hat ganz viel über materielle Dinge sich ja, gezeigt und auch bewiesen einfach. Er wollte beim Spielen besser sein immer. Er wollte immer gewinnen. Unglaublich akribisch, wenn er was getan hat. Das war, 100% waren da nicht ausreichend. Das war, ja, das hat ihn irgendwann, glaube ich, aufgefressen. Er zeichnete sich seit einiger Zeit ein bisschen Seltsames in seiner Arbeitsweise ab. Stellenweise kamen Klagen, dass das nicht weiterging mit der Arbeit und da habe ich ihn dann hin und wieder auch zur Rede gestellt und habe gesagt, Mensch, was ist los? Warum geht's nicht weiter? Und dann hatte er immer irgendwelche Ausreden, die für mich auch eigentlich plausibel klangen. Die mühevoll aufgebaute, perfekte Fassade bekommt Risse. Er verzettelt sich im Job. Es soll aber keiner merken.
Meine Tochter hatte dann eigentlich so am Anfang die Bücher immer noch geführt, also die Buchhaltung gemacht, bis er eigentlich der Kieren geboren wurde. Und dann hat mein Schwiegersohn meine Tochter überredet, dass er das dann halt machen würde. Und das war wahrscheinlich der größte Fehler, den sie eigentlich machen konnte, dass sie die Übersicht verloren hat nachher. Ne? Und dann hat er angefangen eben irgendwie zu mauscheln. Ne? Das Einzige, was wir herausgefunden haben im Nachhinein, war, dass er sich also von verschiedenen Leuten Geld geliehen hat. Ne? Unter den fadenscheinigsten Ausreden natürlich, ne? Ist klar. Ne? Der Kieran musste eine Spezialbehandlung kriegen, der hat ja Neurodermitis gehabt. Ne? Und dann muss er so einen Spezialarzt irgendwie nach Bayern, muss er da hin und so weiter. Das kostet halt Geld. Und dann, ne? Dann haben ja, die Leute gesagt, ja, wir leihen dir was und so weiter. Ne? Hat er natürlich auch bei anderen Leuten rumgeschnaut. Ne? Das ist ja auch die große Frage, was hat er denn auch mit dem ganzen Geld, was er dafür bekommen hat, gemacht? Das scheint ja offensichtlich zu Hause überhaupt gar nicht angekommen zu sein. Und uns gegenüber im Büro, da protzte er eigentlich im Grunde genommen mit großen Zahlen und guten Aufträgen. Das war absolut paradox. Eines Tages kam ein Fax an. Da drohte ein Kunde mit Rücknahme des Auftrags und verlangte auch die Rückzahlung des Vorschusses, den er bekommen hatte. Dieses Versagen war kurz vor der Aufdeckung. Das war offensichtlich auch für ihn, der ja über eine ungestörte Realitätserfassung verfügt hat, dass diese Fassade des Erfolgreichen oder ja, zumindest halbwegs Reüssierenden nicht mehr lange stehen wird. Die hatte beträchtliche Risse und es war klar, dass die erst bald in sich zusammenstürzt. Haben Sie mittlerweile begonnen, mich zu verachten? Sehr gut. Nicht? Das sollten Sie aber, denn auch ich habe für mich nur noch Verachtung übrig. Es mag verstörend wirken, aber während ich diese Zeilen schreibe, lebt meine Familie noch. Dennoch bin ich ruhig und gefasst. Als ich beschlossen habe, diesen Plan umzusetzen, erfüllte mich eine tiefe Befriedigung. Angst und Verzweiflung wichen Ruhe und Gelassenheit. Wenn jemand einen geplanten Suizid macht und entscheidet, jetzt will ich wirklich nicht mehr, ich will mein Leben beenden, dass er dann in der Endphase, und keiner weiß das dann, sehr entspannt lebt, weil das eine irre entlastende Wirkung hat, zu sagen, ich muss ja jetzt das Leben nicht mehr tun und aushalten, ich werde mich ja demnächst umbringen. Und auf einmal lebt derjenige in einer Leichtigkeit des Seins, die er sonst nicht gehabt hat. Das kann aber von außen dann nicht erkannt werden, was es für innere Entscheidungshintergründe sind, dass das hochgefährlich ist. In Stefan Lamm reift der Todesplan. Wochenlang sammelt er heimlich alte Zeitungen und versucht ein erstes Mal, die Wohnung in Brand zu setzen. Ich verließ die Kammer und hörte hinter mir, wie ein Rauschen und Knistern begann. Ich hatte die Tür einen Spalt aufgelassen und mich mit rasendem Puls wieder ins Bett gelegt. Das Rauschen wurde lauter und ein starker Sog schlug die Tür zu. Ich wartete und starrte in den Flur. Langsam sah ich den Rauch stärker werden. Ich begann tief und langsam zu atmen. Da wurde meine Tochter wach, ebenso meine Frau. Ich bekam Panik, tat überrascht und der Rest ist Geschichte. Im Oktober 2011, 3 Monate vor der eigentlichen Tat, rückt die Feuerwehr also schon einmal in Langenfeld an, löscht aber den Brand und rettet die Familie vom Balkon. Stefan Lamm hat eine gute Ausrede parat. Er hatte meinen Computer da zum Reparieren und sagte uns, der hat einen Leistungstest gemacht irgendwie, dass das Ding auf Vollstoff läuft und dass der abgebrannt ist. Das ist mein Computer, weil der den Bruder abgefackelt hat. Mit Papierstau durch Hitzestau und sowas. Ich kann Ihnen sagen, das war kein schönes Gefühl, das kann ich Ihnen versichern. Das haben wir schwer mit uns getragen. Mhm. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen deswegen. Niemand kommt auf die Idee, dass Stefan selbst diesen ersten Brand gelegt hatte. Auch Feuerwehr und Versicherung nicht. Die Ermittlungen sind schnell abgeschlossen.
Gemüsehändler Heinz Kohnen wohnte direkt neben den Lamms und hatte die Familie ins Herz geschlossen. Ihm fiel auf, wie fürsorglich Stefan Lamm sich um seine Kinder kümmerte. Er war ja auch mit seinem Sohn hier unten im Hof. War ein intelligentes Kind, der Kieren hieß der. Aber er war technisch auch sehr interessiert. LKWs hat er sich mal angeguckt, die hier am Hof standen. Bin ich mit ihm mal Gabelstapler gefahren. Hab ich alles mit dem Jungen gemacht. Und dann passiert hinterher sowas. Entschuldigen Sie aber. Ich muss erst mal Luft holen. Ich dachte, da wäre alles vorbei, aber da kommt alles irgendwo wieder hoch. Die Lamms haben regelmäßig bei ihm eingekauft. Anfangs kam die ganze Familie gemeinsam, später nur noch der Vater. Yvonne Lamm war nicht ein einziges Mal alleine im Laden. Haben Sie sich nie gewundert, dass die bei Ihnen nicht einkauft? Nee. Also er hat ja sogar Einkäufe für Sie getätigt, damit Sie, obwohl Sie ja nicht berufstätig war. Das hatte er meistens gemacht, das ist richtig. Aber ich habe da nie was drum gegeben. Yvonne hat immer weniger Sozialkontakte. Früher holte sie ihren Mann öfters von der Arbeit im Büro ab. Jetzt will er das auch nicht mehr. Er hat einen totalen Besitzanspruch ausgelebt. Sie gehört ihm. Und ihre Lebensaufgabe soll sein, ihn zu bewundern. Und was hat sie ihm an? Was braucht sie andere? Sie hat ihn. Es braucht keinen anderen, wenn man ihn hat. Oder braucht überhaupt keine andere Person, wenn man ihn hat. Es wäre natürlich auch rein theoretisch denkbar gewesen, dass jemand anderer ihr gegenüber eine Bemerkung gemacht hätte, die sie vielleicht zum Nachdenken, wenn schon nicht zum Umdenken bewegt hätte. Das hat er damit natürlich auch möglichst verhindert. Yvonne hat sich in den letzten 5 Jahren um Haushalt und Kinder gekümmert. Jetzt will sie wieder ihr eigenes Geld verdienen. Hat Stefan Lamm Angst, dass sie sich von ihm lösen will? In den letzten Wochen vor der Tat arbeitet er nicht mehr. Er leiht sich Geld bei Kunden und entfernten Bekannten. Geld ist Geld, ne? Ist klar. Ne? Aber das sind jetzt nicht solche Unsummen, wo man sowas mit rechtfertigen könnte. Ne? Es gibt Privatinsolvenzen, kann man halt machen. Da muss er halt eine Durchstecke durch. Aber das wollte er nicht. Ne? Da wäre sein Image als Strahlemann, als Überflieger, wäre dann zusammengebrochen. Ne? Und das wollte er einfach nicht. Wie hoch waren die Schulden? 35.000 vielleicht. Ne? Also versteht man nicht. Ne? Es ging nicht darum, dass er diese 30.000 Euro von jemandem bekommen hätte können. Es ging darum, dass er der gewesen wäre, der sie gebraucht hätte. Der braucht ja keinen, weil er selber so toll ist, dass er, wen sollte er brauchen können? Er ist allen überlegen. Und diese Fiktion wäre nicht mehr aufrechtzuerhalten gewesen. Es ging um dieses unvermeidbare Auseinanderklaffen von dem, was er darstellen wollte und was er dann dargestellt hätte. 9 Tage vor seinem Tod beginnt Stefan Lamm mit dem Abschiedsbrief und den Vorbereitungen für die Tat. Er kauft Brandbeschleuniger, Frischhaltefolie und Sauerstoffflaschen. Diesmal war ich besser vorbereitet als das letzte Mal. Damals war ich ebenfalls verzweifelt genug. Aber rückblickend ist die Situation jetzt noch um ein Vielfaches schlimmer. Damals überlegte ich, wie ich es anstellen würde. Ich wollte den Tod nicht durch körperliche Gewalt über sie bringen. Zumal ich dazu aufgrund meiner Statur wohl auch kaum in der Lage gewesen wäre. Denn meine Befürchtung war, dass zumindest meine Frau im Überlebenskampf Kräfte entwickeln würde, die meine Kräfte übersteigen würden. Und ein fehlgeschlagener Mordversuch wäre das Letzte, was ich hätte gebrauchen können. Da las ich mehr oder weniger zufällig, dass die meisten Menschen bei einem Wohnungsbrand nicht am Feuer sterben, sondern am Rauch. Und dass die meisten im Schlaf überrascht werden, den Rauch gar nicht mitbekommen und ohnmächtig werden. Einfach perfekt. Er will ganz sicher gehen und beschäftigt sich mit Chloroform, einem giftigen Betäubungsmittel, das hochdosiert zum Atemstillstand führt.
Stefan Lamm erzählt in seiner Stammapotheke, dass der Schwiegervater damit die Plattensammlung säubern will und bekommt schließlich einen Liter Chloroform. Es ist Mittwochabend. Der Entschluss soll jetzt zur Tat werden. Die Familie ist, wie auch sonst oft, vor ihm ins Bett gegangen. Nachdem Yvonne und Kaylee nicht mehr atmen, wickelt er sie in Frischhaltefolie ein. Warum? Das ist ungeklärt. Heute Nacht sind meine Frau und meine Tochter auf unserem Weg vorausgegangen. Kiran wurde wach und schlief nicht mehr ein. Papa? Da ich es nicht über mein Herz bringen konnte, ihm bei vollem Bewusstsein das Leben zu nehmen, entschied ich mich, ihm zu sagen, dass er leise sein solle, weil Kaylee und Mami noch schlafen. Der nächste Tag bricht an. Keiner ahnt, dass Yvonne Lamm und ihre 9 Monate alte Tochter tot sind. Der Vater macht Frühstück für Kiran. Nach außen verhält sich Stefan Lamm unauffällig. Er hat ja sogar mit uns noch geschrieben, als Yvonne schon nicht mehr war, was wir rückblickend festgestellt haben, was ich persönlich dann noch viel furchtbarer fand, weil über ihren Account hat er mit mir geschrieben. Aber auch das hätte er machen müssen, weil sonst wäre ich skeptisch geworden, weil ich habe jeden Abend mit Yvonne geschrieben. Und wenn es eine gute Nacht war oder ein kurzer Abgleich über den Tag, wenn man sich nicht gesehen hat oder telefoniert hat. Und dahinter steht dann wieder diese Präzension. Wie jeden Tag und bis zum Schluss kümmert er sich liebevoll um seinen Sohn. Ich brachte ihn zum Kindergarten, erledigte ein paar Dinge und danach habe ich versucht, ihm einen schönen letzten Tag zu bescheren. Wir waren essen und danach habe ich ihm vom letzten Geld eine Eisenbahn geholt, mit der wir den Rest des Tages gespielt haben. Er packt Umzugskisten mit Perlenketten, dem Staubsauger, der Musikanlage, einem Schachbrett. Er schreibt die Namen seiner Freunde auf die Kisten und trägt sie in sein Auto. Bitte übersenden an oder telefonische Abholung vereinbaren. Und dann eben André Freund. Adresse und Telefonnummer. Freund André bekommt das Schachspiel. Das war das. Und dann eben halt den Abschiedsbrief. Was mich mit ihm verbunden hat. Ein kleiner Einstein. Ja, also das ist das, was ich einfach behalten habe. Das ist meine Erinnerung an Stefan halt. Das ist halt Stefan für mich. Ein kleiner verwirrter Einstein. Sein Schachspiel, was eben für mich wichtig ist, dass es seins halt. Ich habe auch Vorwürfe gemacht, dass ich gedacht habe, hätte ich es verhindern können. Man hätte vielleicht mal fragen können, immer, was ist los mit dir? Du bist nicht mehr so wie sonst. Ob er sich geöffnet hätte, weiß ich nicht. Aber ja, das sind so Sachen, so Vorwürfe, die ich mir lange gemacht habe, wo ich gedacht habe, ich hätte es immer besser. Aber gut. Natürlich, im ersten Trauermoment ist man dankbar um jedes Erinnerungsstück, was man hat. Inzwischen denke ich, naja, hätte er nicht die Wohnung abgefackelt, hätte ich mir gerne selbst meine Erinnerungen rausgesucht, mir ja mehr was mitgenommen, wie auch immer das ist. Es passt zu ihm, wie immer.
er schließt es alles zu 100% ab, aber es zeigt einfach auch ganz klar, wie krank dieser Mensch war. Stefan Lamm will seinen Plan jetzt zu Ende bringen. Er markiert den Todestag mit einem Kreuz und bringt Kiran ins Bett. Als sein Sohn schläft, erstickt er ihn mit Chloroform und wickelt auch ihn in Folie ein. Das war's. Bevor ich nun ebenfalls in die ewigen Jagdgründe eingehe, noch ein paar abschließende Worte. Alle drei mussten nicht leiden. Dank Chloroform haben alle ohne Bewusstsein den Übergang ruhig und ohne Widerstand verschlafen. Mich dagegen ereilt ein anderes Schicksal, denn ich werde am lebendigen Leib verbrennen. Ich werde alle brennenden Materialien aus Büro und Wohnung im großzügig dimensionierten Flur verteilen, alle Türen schließen, um das Feuer so lange wie möglich unentdeckt zu lassen und mir dann die Hölle auf Erden bereiten. Damit das Feuer trotz der geschlossenen Türen und Fenster brennen kann, habe ich mir aus dem Baumarkt zwei große Flaschen Sauerstoff besorgt, die ich vorher im Flur entleeren werde. Es ist Zeit zu gehen. Der letzte Akt seiner Inszenierung. Er schreibt den Brief zu Ende und veröffentlicht ihn auf seiner Firmen-Homepage. Das hat mich schon fertig gemacht. Vor allem diese Argumentation habe ich nicht verstanden. Ne? Die Argumentation, wie er das gerechtfertigt hat. Ne? Ich meine, das hat man mal vielleicht vor 100 Jahren gesagt, ne? Dass eine Familie in Schande nicht weiterleben kann. Ne? Aber das ist doch heute totaler Quatsch. Ne? Und seine Familie würde ohne ihn zugrunde gehen. Also einen Blödsinn habe ich auch noch nie gehört. Ne? Das rechtfertigt er damit, die umzubringen. Ne? Hat mich angerufen, es brennt überm Rewe wieder. Das war ja 6 Monate zuvor schon mal, da hat es ja gebrannt. Dann habe ich mir nur was drüber gezogen, aus dem Bett raus und bin da hingelaufen. Dann habe ich einen so einen jungen Polizisten noch gefragt und er sagte dann, ja, ich weiß gar nicht, wen Sie suchen, es sind ja alle oben in der Wohnung. Die Konsequenz war, dass ich zusammengebrochen bin. Und ich das nicht begriffen habe. Ich habe es nicht begriffen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass man mir was gesagt hat, ich es kommunikativ aufgenommen habe, ich aber nicht in der Lage war, das umzusetzen, was mir gesagt wurde. Es war für mich nicht vorstellbar, dass diese Möglichkeit in Betracht gekommen ist. Das war nicht möglich für mich. Es war nicht möglich. Wir hatten einfach keinen Boden mehr unter den Füßen. Und dann saßen wir bei uns auf dem Sofa und haben uns gefragt, was tun wir jetzt mit dieser Zeit, die wir haben, weil... Entweder waren wir da oder wir waren zumindest am Computer und waren mit denen am Schreiben. Ja. War alles auf einmal nichts mehr. Was macht man mit der ganzen Zeit, die man hat? Und man hat niemanden, mit dem man sie verbringen kann. Weil alle Kontakte, die man hatte, sind eingeschlafen. Durch einen 100%igen Kontakt, den man hatte. Das ist für mich die Lehre des Lebens gewesen, dass man niemals wieder für einen Menschen oder für eine Freundschaft so viel aufgibt und hergibt. Stefans Ersatzeltern haben aufgehört, Fragen zu stellen. Sie werden ohnehin keine Antworten mehr bekommen. Machen Sie sich an manchen Punkten selber Vorwürfe? Nein.
Nein, kann ich sofort mit Nein beantworten. Also nee, Vorwürfe können wir uns nicht machen, nein. Nee, das wissen wir nicht. Ich wüsste nicht, warum. Nee. Ach, was heißt Vorwürfe? Macht man sich da Vorwürfe? Eine schwere Frage, Herr Eberle. Kann ich nichts zu sagen. Also hat sie das gequält? Ach, natürlich. Macht man sich doch Gedanken drüber. Warum hat er vorher nichts gesagt? Warum spricht er nicht mit einem darüber? Haben Sie an Ihrer Selbstwahrnehmung danach gezweifelt? Ja. Als Sie gedacht haben, ja, so... Ja. Wer zweifelt daran nicht? Jeder, der ihn kannte, hat daran gezweifelt. Er hat an seiner Selbstwahrnehmung gezweifelt. Alle Leute, die ich zumindest aus seinem Umfeld kenne und kennengelernt habe. Wenn ein Mensch immer der Beste sein will, der Strahlemann, der Perfektionist, wenn er keine Schwächen zeigt, fällt uns so jemand auf? Oder sind wir inzwischen daran gewöhnt, weil wir uns alle selbst optimieren auf der Jagd nach dem perfekten Glück? Meine Erfahrung ist, dass die narzisstische Störung zunimmt. Meine Sorge und meine Einschätzung ist, dass es daher kommt, weil die Menschen viel zu sehr im Optimierungswahn und Druck hängen, immer etwas noch besser, noch toller zu machen. Und dass der Teil, sich Zeit und Weile zu lassen, dieses schöne alte Wort Muße und Seele baumeln lassen, dass das verloren geht. Aber das Menschen ist vielleicht mehr Selbstbezogenheit aufweisen als vor 80, 90 Jahren. Das wollten wir so. Das ist etwas, was wir angepeilt haben, was wir als Ziel definiert haben. Ein unerreichbarer gesellschaftlicher Auftrag, allzeit und immer maximal glücklich zu sein. Das Problem ist ja immer als Elternteil, man hat ja nur eine gewisse Macht, ne? Also auf die Kinder. Das ist, da geht ja jedem, der Kinder hat, der wird dann irgendwann mal merken, irgendwann werden die Kinder erwachsen. Da hat man keinen Einfluss mehr drauf. Na, und wenn man wirklich irgendwas merken würde, gibt es ja auch nur die zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder man sagt, na ja, der ist halt ein bisschen seltsam, macht die Faust in die Tasche und hat seine Tochter und seine Enkelkinder. Oder man opponiert dagegen, dann verliert man die Tochter und man verliert auch die Enkelkinder.